Hallo und willkommen zurück zu unserer heutigen Loot-Tour. Wir fahren einfach mal weiter die Straße entlang und gucken mal, wo wir noch hier landen. Ich denke, dass wir nicht mehr weit fahren können. Irgendwann wird hier die Karte zu Ende sein. Sag mir so mein Gefühl ein bisschen. Man erkennt es ja leider nicht mehr. Außer, dass der Zombie irgendwie grün war gerade. Also an vielen Stellen stehen ja dann diese Schilder rum. Ich hoffe mal, hier steht dann auch so ein Schild, weil ich kann mir nicht vorstellen. Ja. Ich hoffe es. Ah, stopp, 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 stopp! Wie habe ich doch gesagt, wir können nicht mehr viel weiter hier. Okay, dann Richtung Süden, bitte. Aber hier ist noch was zum Looten, ne? Ja. Ja, aber mach das Schild nicht kaputt. Nicht, dass der nächste da. Kann ich noch bis da? Oh ja, das tut es noch. Guck mal. Oh. Sehr gut. Ja, wir haben kein Geschenkpapier mehr für unsere Muttertagsgeschenke. Und wir hatten vor einer Woche oder so italienisches. Man kriegt ja jetzt solche ausgefallenen Sachen. Italienisches Küchenpapier bekommen. Das sind so ganz süße Häschen drauf. Jetzt hat Angeber. Was ist? Ja, guck dir Mattes an. Ah, da ist Mattes. Ich wette, der Mattes kommt nur vorbeigeflogen, damit er sein Buch holen kann. Obwohl, das sieht gerade eher aus, als ob er gerade abstürzt. Keine Ahnung. So, fahren wir weiter Richtung Süden. Angeber! Ja? Das ist ein Geschenk für Mama. Von ja. Ist so. Nee, nein. Der hat aber dann gar kein Geschenk. Das ist ehrlich gesagt nicht mein Problem. Ist das also von dir? Ja. Zwei? Sorry. Ja, Richtung Süden. Wir fährst jetzt schon wieder hin. Aber ja, du musst ja nicht hoch. Richtung Süden. Hä? Süden. Nein, durch die Schlucht durch. Ja, du kannst auch um die Schlucht drumherum fahren. Scheiß drauf. Wisst ihr, deswegen fahre ich lieber, Stefan. Ja, sorry, das... Wie kommst du jetzt zu deinen... Achso, du hast das Motorrad eingepackt. Steuerung hat sich verstellt. Rechts. Hallo, ja. Ja, ich denke, ich soll nicht mehr querfeld einfahren. Doch, du sollst ja querfeld einfahren, deswegen sag ich ja rechts. Nur da musst du halt genau angucken, wo du fährst, damit die Hänge dürfen halt nicht zu steil sein. Weil sonst das Auto Schaden nimmt. Ja, ich habe den Eindruck, du kannst nicht mehr fahren. Die hat gesoffen. Die hat gesoffen. Jetzt siehst du aber mal, Mattes, live, was ich hier mitmachen muss, ne? Da weißt du jetzt, warum ich habe zwei Räder. Die Steuerung hat sich verstellt. Ja, linke Maus, da ist sie immer noch. Jetzt fährt sie gegen den Baum. Ich fass das nicht. Alter! Was machst du? Ey, mir ist schon schwindlig! Oh, Bobs Kaffee. Genau, da können wir jetzt reingehen. Ah. Ich glaube, mir dreht sich gerade alles. Oh, Lootball. Brrr. Stefan, ich glaube, ich fahre gleich mit dir. Ich kann nichts dafür, wenn sich eine scheiß Steuerung umgestellt hat. Ah, keinen Kühler rausbekommen. Wo hat denn jetzt mein Buch? Das Schwein. Und der Stefan hat ein Buch. Komm, Stefan, gib's ihm nicht. Dann muss er mit uns auf Loot-Tour gehen.
Oh, da steht ein Hirsch vor der Tür. Zu spät, ich hab's. Sehr gut. Wo ist der Zombie? Oh, ich hab's wach gemacht. Drinks. Das klang aber sehr aggressiv. Braucht jemand Unterstützung? Wo ist der? Sind die überhaupt? Vielleicht über uns? Ne, die waren hier vorne im Eingangsbereich. Okay. Nee. Die so geschrien haben, die hab ich gerade erledigt. Die waren oben. Ein Wolf ist draußen. Was? Wo? Draußen? Wo? Vorne. Der Wolf. Der geht gerade weg. Wolf? Bist du? Er schießt ihn gerade. Hoffentlich verreckst du. Nee, nee. Nein. Er hat ja immerhin das dritte Auto eingepackt und nicht wieder stehen lassen. Da bin ich ja ganz positiver Dinge eigentlich. Warum mod der jetzt schon bei 110% an, dass ich Durst hätte? Also ich finde, jetzt übertreibt der Computer langsam, ne? Hallo, ihr da unten. Ja, wo bist du? Oben auf dem Dach. Oder bist du auf dem Schild? Puff. So. Sind wir hier auffällig. So, Stefan, wo fährst du? Ich hab den vorderen Wagen, der da vorne steht. Wird's hier gerade eingeräumt? Ja, ich glaube, ich fahre lieber mit dir. Da kommt kein Kommentar, merkst du es? Ein Pfeil von dir ist in dem Auto. Ja, ich dachte, bevor der despawnt, nehme ich ihn mal mit und stecke ihn ins Auto. Oh, das ist aber lieb. Wird sich schon ein Freund finden. Ja, ja, ich bin ein sehr großer Freund von Pfeilen. Ich habe noch einen Motor gekriegt. Ich fange jetzt mal an, dein Auto voll zu laden. Was ist das denn? Ich habe nur den Sand auf den Boden fallen lassen. War wahrscheinlich gleichzeitig eine Kollision auch noch mit dem anderen Auto. Das würde jedenfalls von der Kollisionsrichtung her passen. Okay, so, dann fahren wir weiter. Fahr mal die Straße nach, genau. Ich bin nicht reingefahren. Das war hier.
hier. Ja, ja. Pass auf, du rammst den Mattes. Vor euch. Wie soll ich in euch reinfahren? Mattes randaliert wieder. Ja, ja, ich glaube auch. Das ist immer so merkwürdig, wenn der Sound weggeht. Ja. Oh, das Girls. Doch nicht aus. Ja, da fühle ich mich, glaube ich, zu Hause. The Booby Trap. Ja, shake your boobies. Leer, da darfst du nicht rein, ne? Du musst draußen warten, bis wir fertig sind mit Looten. Es tut mir leid. Nee. Bin aber schon drin. Hat euch die so eine Tür irgendwas von 1000 Nomads oder von 7.000, 8.000? 7.000. Das geht halt nur 2,5. Warte mal. Nee, das ist massiv. Massiv Stein von außen. Das ist auch nicht viel besser. Fertig. Oh. Sag nie wieder was. Ich hab halt den Bohrer bei. Dann mache ich dann knack gleich die nächste Tür. Ich meine eigentlich in Erinnerung zu haben, dass das Gebäude hier auch Minen hätte, aber ich sehe keine mehr. Ja, ihr wart ja auch schon hier drin und da ist schon der ein oder andere von euch draufgetreten und gestorben. Also in den letzten Folgen und Alea war dabei. Nein. Echt? Doch, Alea ist dadurch gestorben. Ja, siehst du mal, so, das ist schon so lang her. Bin nur einmal wegen. Ja, in der Solo-Tour wahrscheinlich, ne? Meinst du? In der Solo-Tour meinst du wahrscheinlich, da lief ja jetzt letztens Folge 11 und 12. Ernsthaft? Warum nimmst du nicht gleich den richtigen Eingang? Ich weiß nicht, ich fand es ehrlich gesagt einfach lustig, sie jetzt, ne, wenn sie hier schon so angibt, sie einfach mal da durchbohren zu lassen. Ja, das habe ich auch freiwillig gemacht. Weil ich habe diesen Eingang gesehen. Ach so. Wo ist der Zombie? Draußen. Denke ich. Wart ihr schon oben? Nee. Ich weiß gar nicht, dass es hier einen oben gibt. Wollen wir den Billardtisch demontieren und mitnehmen? Wenn das gehen würde. Das ja, ne? Das wäre cool. Eiche.
Waren da schon immer Fliegen an den Abfall-Dings da? Ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Die haben sie später reingemacht. Optikverbesserung. Also es gibt auf jeden Fall keine Leiter außen für nach oben. Das Dach ist schon längst leer. Okay, alles klar. Ist wahrscheinlich rauf geflogen, ne? Nee, von innen. Ja, wo dann von innen? Ich brauche hier mal Schienen, ich habe noch zwei Schienen. Auch sie nicht. Ich wette, er hat an dich gedacht. Alea. Jetzt brauchst du sie aber nicht mehr. Oh, Häschen! Schade, ich habe keine Schrotflinte. Ich muss Hasen mit einer Schrotflinte töten. Oh, tut mir leid. Für dich. Dieses Ding ist auch schon weggelaufen. Wieso habe ich nur noch 45 Pfeile? Das ist ja ätzend. Hm, daneben nicht. Zack. Hey Ronny, komm mal hier hin. Wo bist du denn? Ja, hier vom Automaten. Ja, bin bei dir. Oh, eine Mine. Ich dachte, du rennst rein. Irgendwie habe ich vermutet, dass du das denkst. Nee, den Gefallen mache ich dir nicht. Meinst du? Ich kann die Mine auch woanders hinsetzen. Ja, sollen wir daraus einen kleinen Wettbewerb machen? Mal gucken, ob du eine Mine so liegen kannst, dass ich da reinlaufe. Boah, was willst du wetten? Nee, ich will dich wetten. Einfach nur so, just for fun. Glaub mir, ich schaff das. Ja, ich glaub dir das auch, ne? Aber wäre doch trotzdem interessant, so als kleiner Wettbewerb. Brauch ich keinen Wettbewerb für machen. Prösterchen. So, sollen wir weiter? Moins. Welcher von den dreien? Wieso? Du traust dich wieder mit mir zu fahren. Ja, ich fahr wieder mit dir. Hätte nur einen abgeschmissen. Ja, aber drei liegen da. Ja und? So, gib erst alle, ja. Go south. Weiter die Straße nach. Ist immer so schön leise. Bär! Du hast doch ein Auto. Ein Auto? Meinst du etwa, der Bär läuft dem Auto hinterher? Nee, ja. Tut er nicht. Was macht der Bär? Wollen wir hier? Yep. Komm, Airdrop, schneller runter mit dir. Echt jetzt? Brauche eine Antibiotikum. Oh, grad nicht. Hab bei. Oh, danke, dass du nachfragst. Warum ist denn der Stefan so verletzt? Weil es gerade einen Verkehrsunfall gab. Au. Alea kann es einfach nicht sein lassen. Du musst immer in die Autos reinfahren. Ach, der eine Airdrop ist im Fluss.
Ich glaube, da ist gerade ein Zombie wach geworden. Ja, draußen. Hallo. Hopp. Tot. Heizkörper! Hier oben waren drei Heizkörper, die sind jetzt auch abgebrochen. Sehr gut. Die Jäger verloren einen Heizkörper. Ich bin schon wieder draußen, Leute. Hallo. Geht doch zu zweit gleich wie. Bumm! Was ist denn da umgeflogen? Lol. Ich sah da irgendwie Partikel durch die Gegend fliegen. Weiß ich nicht. Ist ja eigentlich für ein oder zwei Leute der Helikopter? Eine gefütterte Kapuze Stufe 4. Komm mal zerlegen. Schmeiß weg den Scheiß. Schmeiß weg den Scheiß. So, wir sitzen im Auto. Warte, das ist falsche Richtung. Wir fahren Richtung Süden. Dann ist Mathe doch richtig. Ach so, verdammt. Wir hatten das Auto so hingestellt. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Ihr habt ja auch mein Auto genommen. Oh, was ist denn das da unten? Ist das eine Fabrik oder was? Was sollen die zwei Stäbe da darstellen? Vier Stäbe. Stefan, die sprechen manchmal in so einer komischen Sprache miteinander. Ich habe das also auch schon versucht zu entschlüsseln, was das heißen soll. Ich habe es aber bis jetzt nicht. Ich habe es noch nicht geschafft. Ja, da war es wieder. Juhu! Jede Menge Autos zum Auseinandernehmen. Ah, da läuft ein Hund draußen rum. Ich denke, was ist das? Oh, Gegner, vor dir alle her.
weiß. Da kommt der Mann, der ist reingeflogen ins Bild. Förmlich. Wie so ein Superheld mit Umhang. Muss ohne Umhang. Ohne Umhang, so. Ohne Umhang, ja. Ja, alles klar. Also manchmal verstehe ich das ja ganz gut, dass Dirk sagt, er ist zu müde. Das sieht ja cool aus hier unten drin. Ich komme. Ui. Das sieht wirklich cool aus. Ja, das nehmen wir jetzt aber nicht auseinander, ne? Das wird ja. Nein, das wird doch die ganze Atmo hier kaputt machen. Oh, hier hat schon jemand fleißig gelootet. Da macht sich eigentlich so ein Hehe. Aber kam nicht. Vielleicht war es Mathis ja nicht. Siehst du, wo ist es doch? Wie zu looten gibt's ja hier nicht. Das stimmt wohl. Die Eisentürme könnte man noch einreißen. Ja. Ja. Oh, trotzdem. Kommt der denn her? Trotzdem ein cooles Gebäude irgendwie. Hast du Glück gehabt? Der kommt von oben. Reparieren. So. Boinks. Und wieder runter. Stehen die Fahrzeuge. Ah, da. Ups. Auf jeden Fall schon jede Menge Kühler. Und wollen wir weiter in den Süden? Jo, weiter in den Süden. Ich denke, das nächste Dings ist Horde. Ja, da kommen wir ja wieder, bis dahin sind wir ja wieder zurückgefahren. Ja, ich muss noch leer laden. Hat noch nicht alles losgeworden. Go, go. Endlich wieder die richtige.
Oh, das ist ein schönes Gebäude da oben. Oh, er fährt doch ins zerstörte Biom. Ja, komm. Weil du dabei, aber nur weil du dabei bist. Ja, deswegen fahre ich ja woanders hin. Wieso? Jetzt. Nein, er fährt nicht woanders hin. The Brother Theater. Ah, ein Theater. Wir werden sterben. Ein Scherz. Ich scherze. Doch, war eigentlich ernst.